Moin Moin, was geht ab? Heute wieder ein G3 Siege. Diesmal ein ganz spannendes Ding. Wir spielen gegen zweimal Daub, wie ihr seht. Die sind aktuell auf Platz 3 und auf Platz 10. Wir sind auf Platz 13, also ein geiles Teil heute. Freue ich mich schon drauf. Zu den Devs. Die kennen wir ja schon. Hier auch mehr oder weniger Sachen, die man ab und zu mal sieht. Das Teil hatten wir auch gegen Arc Legends gehabt. Von daher nichts Neues. Hier, ein interessantes Ding, habe ich persönlich noch nicht gesehen. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Schauen, ob da auch meine Leica, Josephine und was war das letzte? Vigor. Ach, jetzt bin ich lost. Na, ob die klappen werden. Ja, werden wir mal schauen. Und ja, das kennen wir auch. Let's go in den ersten Fight. Kampf Nummer 1 gegen die gleiche Def hatten wir auch bei Arc Legends gespielt. Von daher hatten wir die Counter natürlich noch in der Hinterhand. Das hat auch gegen Arc Legends geklappt mit Vigor Dulu Kinky. Deswegen bin ich so nochmal reingegangen. Huhn zeige ich euch gleich noch. Hätte ich vielleicht nochmal ein bisschen tankiger bauen sollen. Aber im Großen und Ganzen hat es geklappt. Die haben auch ein paar Mal jetzt ausgeprockt, was dann nochmal ein bisschen die Länge gezögert hat oder vielleicht nochmal das ein oder andere Mal knapp gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen hat es alles super funktioniert so. Weitere Counter habe ich jetzt leider gerade nicht im Kopf. Ich wüsste auch nicht, wie ihr den Kinky austauschen könntet, falls ihr keinen Kinky besitzt. Angriff Nummer 2, hier gehen wir mit der Triana, Royd und Chacha rein. Das hier sind die Runen. Und let's go. Ist eigentlich ein relativ sicheres Team. Schauen wir mal, was der Monte würfelt. Ja, alles easy. Oh, war vielleicht doch noch ein bisschen knapp, aber hat ja funktioniert. Jetzt hauen wir erstmal den Monte. Machen wir, wir healen jetzt erstmal hoch. Die Oma ist hier in Sleep, bitte. Nope. Jetzt aber, komm. Dann holen wir hier. Nicht funktioniert. So, wieder hochheilen. Oh, nice Box. Jetzt mal, let's go. Jo, genau so. So hätte es doch gleich laufen können. Jetzt müsste Monte wieder sein S3 ready haben. Ach ja, mit einer 3 kann man leben. Ja. Ja, wir bleiben auf dem Monte drauf. Safety first. Chacha trifft hier ihren Skill nicht, aber auch in Ordnung. Ja, weiter drauf. Deathbreak endlich mal. Machen wir so, haben wir das Schild. Ja, habe ich jetzt wieder nicht drauf geachtet. Habe ich jetzt den S2 auf der Triana oder nicht? Ich weiß es nicht. Safety first. Naja, habe ich natürlich. Läuft bei mir. Hätte ich mir sparen können, aber ist ja egal. Klappt auch so. Wie ihr seht, ist das relativ safe. Am Anfang war es kurz kritisch mit dem Royd. Aber jetzt, wie ihr seht, passiert hier gar nichts mehr.
Jetzt könnten wir hier die Alte auch links fokussen. Die sind ja meistens auf Damage gebaut. Ja, die fällt ganz schnell. Ja, hauen wir weg. Also wie ihr seht, easy win. Und ja, ich spule mal vor. Angriff Nummer 3. Wir gehen rein mit dem Leo. Bang. Und der Riley. So, ich habe erstmal vor, die Alte hier vom Pferd zu hauen und dann mal weiterschauen. Ich glaube, dann kann ich das hier relativ easy gegen tanken. Von daher gehen wir jetzt erstmal rechts drauf. Oh, hier hätte ich vielleicht nochmal Wille für die Riley draufpacken können. Ja, passt. Ja, ich glaube, wenn die rechts weg ist, dann sollte das relativ safe sein. Wenn sie jetzt nicht alle hier ausrasten. Ja, nice. Mal schön die drei Stacks auf die Riley. Ist immer ideal. So, die hauen wir runter. Wenn uns Nana jetzt nicht mit ihrem Skill 2 noch Deathbreaks reinhaut, ganz easy. So, als nächstes hauen wir auf die Nana jetzt easy drauf. Weil rechts passiert jetzt nichts mehr. Ohne Deathbreak macht die keinen Schaden mehr. So, easy. Jetzt hauen wir die anderen beiden einfach weg. Ja. Erstmal die Nana. Jetzt ist schon easy win. Also wie ihr seht, relativ safe. Alles an Leos und Fangs, was ihr bekommt, immer aufheben. Ich würde mir auch bis zu 5 oder 6 jeweils bauen, glaube ich, ganz easy. Angriff Nummer 4. Wir gehen rein mit der Claire. Mit dem Cookie und mit der Destiny. Let's go. Hoffentlich können wir outspeeden. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen kritisch werden. Yo, easy, let's go. Dann hauen wir die Iris weg. Das müsste die schnellste sein in der Regel. Nice. Der Bayek wird auf unseren Cookie gehen. Deswegen hauen wir die Savannah jetzt weg mit Oblivion direkt. Ja, easy. Oh, aber dicken Damage, den der Dude da haut. Krass. Ja, aber reicht natürlich ganz easy. Angriff Nummer 5. Das war im gleichen Tower. Keiner wollte da reingehen. Im Nachhinein, kurzer Spoiler, wäre ich auch mal lieber nicht reingegangen. Ich outspeed hier die Iris. Hau die natürlich direkt weg. Und jetzt können wir mal kurz schauen. 61,8. Und es hat natürlich ganz knapp nicht gereicht. Ja, in der Regel reicht's. Hier nicht. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich meinen Covenant noch mal ein bisschen umruhen für die Zukunft. Aber klar, wenn man die zwei One-Shots nicht hinbekommt, dann ist natürlich ein Lose. Und ja, die Savannah hätte ich dann am Ende schon hinbekommen, aber ja, in dem Fall, wenn man nicht zwei Units one-shottet, seht ihr, wie oft kann auch natürlich failen. Angriff Nummer 6, wie vorhin schon gesagt, wir gehen rein mit Vigor, Josephine und Laika. So, dann wollen wir mal. Als erstes den Kakano raus, dass hier auch nichts schief geht. Ja. Wenn der Bombe jetzt nicht noch irgendwie ausrastet, dann sollten wir das easy haben. Aber ich glaube, das sieht jetzt schon relativ safe aus. Ja, ich versuche jetzt den Bombe rauszufokussen. Oder die Celia, mal schauen. Ja, wir hauen erstmal die Celia weg. Wenn es jetzt schon so klappt, wenn die sich selber schon low haut, dann hauen wir sie alte weg. Ja, genau. Jetzt ist safe. Ich spule wieder vor. Ja, wie ihr seht, die Off ist eigentlich immer relativ safe.
gegen Kakano Celias ja, einfach nachzubauen, auch von den Runen. Wie ihr seht, nicht die größte Runenanforderung und im High G3-Bereich gegen eine Tourney-Gilde klappt das. Angriff Nummer 7. Wir gehen rein mit Covenant, Puki und Odin. Let's go. Wie ihr vorhin gesehen habt, haben wir vorhin gefällt, den Bike zu töten. Als One-Shot, deswegen habe ich gedacht, jetzt können wir ihn in Ruhe lassen gegen die Dev. Und lassen ihn erstmal machen. Hier, der Cookie hat -20% von Feuer drauf. Trotzdem hat er so reingehauen, wie ihr seht. Aber jetzt natürlich safe. Wenn ich den nicht als erstes an, also nicht einen von den beiden Attacks auf den Bike hauen muss, dann ist safe. Dann hauen wir den jetzt einfach halt ganz entspannt runter. Und die anderen beiden, ja, weiß man, die kann man one-shotten. Angriff Nummer 8. Wir gehen dieses Mal so rein. Ich habe diese off extra mal geruhnt vor dem Belagerungskampf. Angriff Nummer 8. Den Kampf zeige ich euch hier im Replay, weil es einfach schneller geht. Ja, relativ safe Team. Die Runen schaue ich, dass ich euch sie vorher einblende. Genau, bin ich jetzt nämlich nochmal kurz rüber geswappt. Ich hatte es eigentlich schon den Angriff an sich aufgenommen, aber es zieht sich natürlich, wie ihr seht hier, alle auch auf Minus Damage von Wasser und von Licht. Und ja, jetzt kloppen wir erstmal den Theomas raus. Schauen immer, dass wenn der Geldnir einen Stack hat, dann hauen wir den Attack auf einen anderen drauf, der noch Full Life ist. Und dann hauen wir auf Theomas, bis der weg ist. Und danach ist auch schon safe. Danach reicht der Schaden einfach nicht aus, um irgendeinen von uns rauszuhauen. Ich hätte hier dem Leo ein bisschen mehr Schaden geben müssen, auch auf Crit Damage auf jeden Fall mit 100 Crit bauen müssen. Das ist jetzt noch der Leo, den ich gegen Savannah Teams spiele. Aber ich habe mir gedacht, komm, easy, dauert einen kleinen Moment mehr, länger, aber trotzdem easy win, wie ihr seht. Angriff Nummer 9, wir gehen hier rein mit Feng. Ihr könnt auch schneller sein, aber klappt auch so. Mit Riley und mit Camilla als Surrender Tank. So, als erstes hauen wir die Savannah wieder raus, wobei die auch getankt wird von der Camilla, also egal wie, das ist schon easy, aber wir hauen die jetzt trotzdem als erstes mal raus, dann ist hier auch gar keine Chance mehr zu verlieren. Ist jetzt eh schon nicht, aber danach ist 100% gewonnen. Ich spule euch das Ganze auch direkt mal wieder vor. Angriff Nummer 10. Der Tower war hier noch übrig. Ich gehe hier mit dem Wusa rein. Mit Tarika. Und mit Gani. Dani könnte ja auch wieder ein bisschen schneller sein, aber ja, zu dem Zeitpunkt haben wir sowieso schon verloren. Also steht fest, dass wir Letzter sind. Und ja, der Wusa gibt jetzt erstmal Wille. Natürlich mit, was war er, plus 182 oder so war der, glaube ich. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen zu schnell für Pörner. Wir machen es trotzdem. So, dann im ersten Schwung würde ich mal sagen, resetten wir erstmal sie.
So. Und dann gleich resetten wir noch Perna. Und dann sollte es schon GG sein. Hier noch zum Ergebnis, wie ihr seht, ich bin 9-1 rausgegangen, 0-11 von den Devs, ja, vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf bei meinen Devs, aber gegen die Gegner kann das natürlich auch ganz locker passieren. Ihr seht, Daubt wird das gewinnen, hier, zweiter oder dritter, ich weiß gar nicht, was das von denen ist, wird zweiter und wir abgeschlagen, dritter. Ja, die Winrate hat nicht gepasst, von daher ganz klar, aber hier, wie ihr seht, Top-Gilden. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch vor allem gegen so Gegner, macht mir tatsächlich mehr Spaß, lieber verliere ich und verliere gegen Top-Siege-Gilden, bevor wir gewinnen und spielen gegen 0815 G3-Gilden. Aber ja, es geht dem Ende der Season entgegen, noch drei Kämpfe, soweit ich weiß, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Wichtige drei Kämpfe, auf jeden Fall 100% geben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und Kuss an alle Supporter, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.